Ja, es ist Sonntagnachmittag hier in der Klimaarena. Das zweite Kinderkonzert ist gerade zu Ende gegangen. Wir hatten hier ein super Wochenende mit vielen großen und kleinen Gästen. Wir hatten ein sehr abwechslungsreiches Programm, kreative, tolle KünstlerInnen, die hier die Menschen begeistert haben. Und mit dem Wochenende ist es uns, glaube ich, gelungen, hier die Natur zu feiern mit allen Sinnen. Heimat Natur ist eine Reise durch die heimische Natur, eben von den höchsten Alpengipfeln bis an und sogar in Nord- und Ostsee. Und da streifen wir die wichtigsten Großlebensräume und gucken einmal an, was in denen los ist. Weil man muss doch eines feststellen, spricht man mit den Menschen unterwegs, wenn man auf Drehreise ist, so wie ich, dann trifft man manchmal Leute, die sagen, Mensch, ist doch alles super, der Wolf ist wieder da, der Biber ist zurück, wir haben mehr Störche denn je, unsere Natur geht's doch wunderbar. Und dann trifft man den nächsten Wissenschaftler oder den nächsten Naturschützer oder irgendeinen Bürger, der dann sagt, ach, die Insekten werden weniger, die Singvögel werden weniger, es gibt keine Feldlerchen mehr, die Eidechsen sind verschwunden, die Natur steht vor dem Aus, Apokalypse. Und da war es die Idee, mal einen Film zu machen, die heimische Natur zu durchstreifen mit der Kamera und hinzugucken, ein differenziertes Bild, vielleicht auch eine Entscheidungshilfe für Menschen zu liefern, die zwar naturinteressiert sind, die aber vielleicht sich nicht so intensiv damit beschäftigen, weil sie ganz andere Berufe haben oder nicht die Zeit haben. Und das ist einfach ein weiterer Aspekt, den wir hier ohne mit erhobenem Zeigefinger durch Deutschland zu reisen, den Leuten ja, eingebettet in schöne Naturaufnahmen näher bringen wollen. Auch wie die Aufnahmen gemacht waren, also beispielsweise als der Mond aufgeblüht war, das sah echt so faszinierend aus und schön. Das ist einem gar nicht so bewusst, wenn man den Mond nur auf dem Feld quasi sieht. Aber was ich mir hoffe, ist einfach ein gediegener Abend mit meiner Mutter zusammen. Nun ja, vom heutigen Abend erwarte ich mir ein vielfältiges Programm, eine tolle Kombination an Musik und Bildern und das natürlich hier in diesem Ambiente. Eigentlich erwarte ich mir heute einen entspannten Abend bei schöner Musik, wunderschönem Wetter hier. Und ich finde es ganz klasse, dass es in Kombination geschieht mit dem Aufmerksammachen tatsächlich auf alles das, was in der Klimaarena dargestellt wird.